gesagt hast, mein Sohn. Ist da was passiert? Aus der Haut ist eine moderne Familiengeschichte über zwei sich unglaublich heutig und in der Gegenwart verhaftet wähnende Eltern, deren Sohn sein schwules Coming-out hat. Und eigentlich ist es eine Familiengeschichte, die, was ich sehr schön finde, den Menschen sehr genau beim Leben zuguckt und sagt, hey, ist doch kein Thema mehr heute, schwul, oder? Doch? Und wenn ja, wie sieht es im Detail aus? Der Sohn ist für mich an einem bestimmten Punkt fast weiter als die Eltern, weil der dazu steht, was ihn ausmacht, was er möchte und was er, wo er, also was in ihm brennt und was natürlich ein Prozess ist, dass er da hinkommt in dem jungen Alter, in dem er ja noch ist. Und die Eltern das irgendwie über die Jahre scheinbar verloren haben. Also die wissen gar nicht mehr, also im Prinzip pubertieren die Eltern dann mehr als der Sohn. Und das finde ich das Tolle auch an diesem Buch von Jan Brahren, dass Eltern durch so eine klare Haltung von dem eigenen Sohn ins Straucheln kommen und in sich wiederfinden kommen. Und also wo sind wir, was macht uns aus, was wollen wir eigentlich, wie leben wir eigentlich an unserem Leben vorbei oder an uns selbst vorbei. Und das ist finde ich, großartig erzählt in diesem Buch. Also es erzählt viel und spielt mit Momenten von Schwäche, also der Eltern und der Gesellschaft und von allen drumherum. Und im Prinzip ist eigentlich die stärkste Figur der Junge, der sein Coming-out hat. Also der hat die größte Kraft. Und das ist ganz fein erzählt. Das war wirklich ein großes Geschenk, stimmt. Das hat eben damit zu tun, dass es eben nicht, was man vermeintlich denken könnte, didaktisch oder thesenhaft ist im Sinn von, alles klar, das ist das Thema, es geht um Coming-out in der heutigen Gegenwart. Es macht nicht Halt vor den Dingen, die sozusagen über den ersten Gedanken zu dem Thema hinausgehen. Und das braucht eine tolle Geschichte, in der man auf sowas überhaupt stoßen darf. Und deswegen freuen wir uns ja so, dass wir das machen durften, weil manchmal ist ja ein bisschen thesenhafter, was wir so spielen müssen. Und wenn man dann sowas in die Hand kriegt, dann kann man da an Sachen ran, an die man sonst nicht immer so rankommt. Nee, ich habe das Gefühl, da ist noch ganz viel zu tun, also bei uns allen. Das ist ein beständiger Prozess, wo jeder an sich noch arbeiten muss. Also auch ich, ja, auch ich habe Situationen in meinem Leben immer wieder, wo ich sage, du warte mal, jetzt musst du aber da einen Schritt machen. Und scheinbar steckt die Kirche über Jahrhunderte, wenn nicht noch länger, in uns allen dann doch so sehr drin, dass man sich aus diesen alten Festungen, aus diesen alten Strukturen immer noch wieder mit dem Kopf und dann auch mit dem Körper rausbewegen muss. Also da ist, glaube ich, noch viel zu bewegen. Also ich glaube, dass wir insgesamt schon in einer Gesellschaft leben, die offener ist als jede andere Gesellschaft, die sozusagen wir überblicken können. So. Und wenn man das vergleicht sozusagen mit einer osteuropäischen oder mit einer arabischen Welt, wo nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist, dann können wir natürlich klar erkennen, dass das, was in den letzten 20 Jahren in der westlichen Welt passiert ist, oder hier auch speziell in Deutschland mit der Akzeptanz von Homosexualität in der Öffentlichkeit oder Andersartigkeit, jeder Form von Andersartigkeit, dass das kostbare und wichtige Schritte sind. Aber gerade daran zu sehen, wie andere Teile der Welt sozusagen eine ganz andere Meinung davon haben, daran erkennt man, dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist, diese Offenheit im Umgang mit dem Anderssein und wie kostbar das ist und das zu verteidigen. Und ich denke, dass eine Geschichte wie unsere, auch wenn das jetzt vielleicht didaktischer klingt, als ich Film grundsätzlich gerne haben möchte, ein Mosaikstein ist, der dazu beiträgt, diese Offenheit im Umgang miteinander stärker in der Gesellschaft zu implementieren und zu sagen, das ist ein Bestandteil, den haben wir errungen und der geht auch nicht mehr weg. Und das unser Film einer von vielen kleinen Steinchen ist, der dieses offenere und freiere Gesellschaftsbild langsam einsickern lässt in diese Gesellschaft.